So Leute, es ist endlich soweit. Wir haben es geschafft. Ich sitze hier mit CK Phoenix. Es hat lange gedauert. Wir haben immer gesagt, wir machen ein Duell. Hier ist es endlich. Um genau zu sein, nicht nur irgendein Duell, denn wir haben hier Battle Pack 1 oder 2 war das jetzt, ne? 2. Genau. Das ist das ägyptische Götter-Battle Pack. Genau. Und hier draus haben wir Decks gebaut. Heißt, es wird sehr retro-lastig, erinnert sehr an Goat, aber nicht ganz. Also Breaker oder so gibt es zum Beispiel nicht. Und ich würde sagen, der Bessere gewinnt. Yes. Da, auf ein gutes Spiel. Yes. Oder ich würde sagen, Trophies. Ich sag mal so, es ist nicht schlecht. Ich spiele Share mit der Gier. Oh. Und Goblin-Angriffstruppe in Angriffsmodus. 2300. Und Set Pass. Das ist ein starker Zug. Ja. Hier. Man muss ja hier auch reingehen direkt. Definitiv. Set Pass. Ich beschwöre meinen Cybertag. Warum? Warum gibt's sowas? Eine Karte verdeckt und du bist. Counter. Ich greife bestimmt nicht mit denen jetzt an. Das ist absolut Minus. Ja. Und deswegen nehme ich lieber mein Ninja Grandmaster. Battleface. Okay, Effekt. Sicher. Dann darf ich eine Karte ziehen. Mainphase 2. Ja. Set Pass. Okay, dann ziehe ich. Alter, das ist ja voll gut. Ja. Und dann aktiviere ich meine Photon Sanctuary. Stark. Dann kriege ich 2 nette Token mit 2000 Angriff und 0 Def. Aber 0 Def, das ist wichtig. Das ist wichtig. Und noch ein Monster. Ein Monster verdeckt und du bist. Ich möchte nichts sagen, du hast bisher nichts getan, außer dich zu verteidigen. Wer weiß, vielleicht plane ich ja was Großes. Okay, du planst was Großes. Wer weiß. Dann plane ich auch was Großes, denn ich habe noch mehr Angriffskraft auf dem Feld. Also, er kriegt einen zweiten. Das war jetzt ein Fehler, ich habe gar nicht 2 ziehen. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, bevor ich Monster beschwöre. Aber. Ja, hätte ich machen sollen, bevor ich Monster beschwöre. Aber. Aber wir gehen in die Battle Phase. Ist das erstmal soweit okay? Das ist soweit okay. Dann möchte der gerne den angreifen. Und dann möchte ich gerne Wünschturm von Itaqua aktivieren. Das ist doch der Ernst. Alle werden geswitcht. Ach so, echt? Sicher? Oh no. Die Karte ist echt stark. Mhm. Ruhig. Alles unter Kontrolle. Da du ja gleich mein Monster zerstören wirst sonst, würde ich dann gerne den damit ausrüsten. Ja. Und dann bist du dran. Bekommt der auch Def? Nö. Okay. Achso, das ist schlecht. Fällt mir gerade auf. Ja, okay. Dann ziehe ich. Ah, du brauchst jetzt ja 4 starke Monster, um das Feld zu clean. Vielleicht kriege ich das ja sogar hin. Naja, ich hoffe nicht. Denn ich aktiviere den Trickreichen und werfe einen anderen Trickreichen ab. Joa, wer kann, sagt man immer, ne? Und dann aktiviere ich Wiedergeburt. Ja! Mit den anderen Trickreichen zurück. Du musst jetzt den Anime rufen, Mann. Jetzt musst du eigentlich einen Gott rufen. Nein! Nein, Spaß. Okay. Ich flippe Injektionsfilili. Okay, das ist auch fein. Ist das nur, wenn sie ein Monster angreift? Ich weiß nicht, musst du lesen. Ich discard take. Nee, egal wann. Okay. Okay. Die haben alle 2000. Ja, die aber nicht. Die hat 400. Noch. Noch. Und ich greife mit 400 deinen Goblin Attack Boss an. Ja. Dann greife ich mit Trickreich. Ja. Trickreich. Ja. Token. Ja. Token. Mit dem Ghost Red Token greife ich an, das ist wichtig. Jetzt 2000, ne? Yes. Called by the Grave. Goblins Token. Okay. Ist okay. Okay. Dann. Ja. Main Phase 2. Ja. Ich habe noch keine Normal Summon gemacht. Ja. Was kommt jetzt? Du hast es schon gesagt. Nein. Du hast es schon gesagt. Nein. Du hast es schon gesagt. Nein. Obelisk der Peiniger. Nein. Möchtest du eine Spezialfähigkeit aktivieren? Nee. Schade. Und du bist dran. Man könnte meinen, das ist ein Problem. Man könnte aber auch nur meinen, dass es ein Problem ist. Wer weiß. Das
Das ist so ein Problem. Das ist der so. Der kann nicht getargetet werden. Ich weiß. Es ist so ein Problem. Oi. Das ist so ein großes Problem. Aber noch volle Lebenspunkte. Du kannst ein paar Mal reinrennen. Wann, du kannst 2000 zahlen, sind wir zu 3000, ne? Ja. Ich bin so im Arsch, ey. Ich bin so im Arsch. Egal. Steamride! Ja. Ich gehe in die Battle Phase. Dann war's das. Sind das 300 Schaden für dich? Yes. Dann greife ich sie an. Dann zahle ich 2000, dann hat die 3-4. Dann mache ich der 1000 mehr. Nee, dann hat der 3-3 und die hat 3-4. Ja, dann sind wir mal Co-Land, ne? Ja. Verdammt. ja, das gestaltet sich alles sehr schwierig. Würde ich sagen. Das ist ja anders kritisch. Das sind 700. oh, 900 Schaden. Ich lieb so am Limit, ich sag's dir, mein Lieber, Alter. Ich lieb so am Limit. Ich bin gerade so blöd, die Lebenspunkte auszurechnen. Aber 2, 3, 700. 700, 1, 1 Schaden. Ja. So. Ich überlebe den nächsten Zug nicht, ist das Problem. Deswegen aktiviere ich Monster-Reanimation! Nein! Und ich beschwöre. Ach, Cybertal ist ja gebannt. Ja. Scheiße. Kleist. Deswegen hole ich angeskippt. Und dann bist du dran. Okay, ich ziehe. Wie viel nimmt er denn? Acht. Ja, ich habe noch. Fünf. Ich habe. 6-6. 6-6? Ja. Okay, dann greife ich mit. Injektionsfee Lilly. Ja. Dein Goblin an. Zahl 2000. Das ist dann. hier auf 5 runter, ja. Dann greife ich mit Obelisk deinen Steamroid an. Na, der verliert 500. Na, da 2-3. 1-3. 2-7 verlierst du. Uiuiuiuiuiui. 2-7. Ja. 4, 2-8. Dann spiele ich noch eine Karte Dreck. Wie soll ich denn gegen einen Gott ankommen? Oh man. Nein. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ich muss halt sagen, ich habe halt göttlich gezogen, ne? Also. Okay. Los geht's. Yes. 6 Sekunden. Oha, was? Dein Hand ist gut. Share mit der Gier. Okay. Und weil es so schön ist, Angriff-Assassine, Set One Pack. Du bist. Okay. Ja, was? Ja. Okay, ich aktiviere Fort of Sanctuary. Ja, das ist okay. Krieg ich meine zwei wunderschönen Token. Spiele ein Monster verdeckt und. So, ich ziehe, krieg ich einen Counter. Fährt der Yugi-Laster vorbei. Der Yugi-Laster. Die haben 0-0, ne? Ja. Infektionsfee Lilly. Oh. Battleface. Ah, ist das schön, das Spiel hier. Du bist dran. Ziel. Immerhin nehme ich ein Monster mit. Oh Mann, ey. Ja, komm. Also, ich weiß ja nicht, was du da verdeckt hast. Ja. Deswegen opfere ich meine beiden Token. Ja. Und beschwöre meinen Photon-Lindwurm. Ja, zerstört alle Verdeckte bei mir nur, ne? Ja. Oder auch alle bei dir? Alle Verdeckten bei dir. Chain Ego Boots! Ja, dann greife ich
Ja. Sicher? Und dann darfst du. Drawface. 2. Boah, das tut jetzt weh. 4 Karten, mein Lieber. So. Alter, 4 Karten ziehen. Ist gut, aber ist gar nicht so gut, wie man denken könnte nach 4 Karten. ich habe Angst vor deinen verdeckten Karten. Ich würde das auch gerne machen, wie du einfach. Der hat 2,5, ne? Ich würde einfach mal in Battleface mal gehen. Also auf deinen großen Monster, ne? Mhm. Weil du den checkst. Ist okay. Okay, das sind dann 800 für mich. Und der wird gebannt. Ich muss es ja nicht wollen. Main Phase 2. Ich habe noch kein Monster beschworen. Ja. Oh, Photon! Nicht nur du kannst das, auch ich kann das. So, an diesem Zug habe ich noch kein Monster beschworen. Deswegen setze ich das. Und du bist dran. Ich ziehe. Ja. Nein, jetzt kommen wir keine Faxen. Mach keine Faxen. Nee, komm. Ich bin mein Baumfrosch. Ja, genau. Mit 100. Oh Mann, das ist echt deprimierend. Dann darfst du. Ich ziehe. Aber da ich wusste, dass du meinen Token angreifst, Flip! Ich glaube, dann kriegt er noch 500 drauf. Ne? Ja, das ist richtig. Das heißt, ich habe jetzt einen 2-4er. Ist ganz nett. Und einen 2000er. Auch ganz nett. Und weißt du, was auch noch ganz nett wäre? Was denn? Ein 1-9er! Ey, okay! Ist ja gut! Und weißt du, was auch nett wäre? Equip! Oh, auf wen? Das ist eine gute Frage jetzt. Ja. Auf ihn. Okay. Geh ich in die Battle Phase? Yes. Ein Kräftungsschild. Okay, das ist vollkommen fein. Das ist ja nur schleppische 2,7, die du kriegst. 2,7, das heißt, du bist bei 10.700. Entspannte Nummer. Angriff mit 1,9. Dann muss man dann so. Okay. Hä? Ich hab 800. Ja, aber er ist ja stärker. Ich weiß, ja. Ah! Ja! Ich war gerade, wo ist der Plan? Okay, 800 verliert er. Ja. 1-1, dann verlierst du 1000. Ja. Dann bist du bei 9700 und direkt mit 2000. Bist du bei 7-7. Krass, okay, passt. Krass, was? Ich dachte gerade, ich war so verwirrt, hast du gesehen. Setz, du bist dran. Okay, Ziel, Standby. Und dann. Mach keine Faxen. Ja und? Ja? Ich hol mir. Oh. Du musst ja Levi. Du zahlst 1500 dafür, ne? Ja. Wie viel habe ich dann? 6,2 noch. 6,2, okay. Dann. Mach ich das jetzt wirklich? Was? Tribute Summon Cybertrack. Okay, wild. Ganz wilde Nummer hier. Dann greife ich mit Cyberdragon deinen Token an. Ich muss mal irgendwas lesen. Wann aktiviert sich der Effekt? Im Damage Step, oder? This card attack. Achso, dann im Battle Doing Step. Damage Calculation. Na dann, Dann, okay. Aber das ist ja nicht mehr so viele Life, ne? Das ist eigentlich ganz gut. Das kann ich ja nutzen eigentlich. Das sind 100 Leben. Also außerdem möchte ich das aktivieren. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Okay. Dann greife ich damit dein. Der hat aktuell, der kriegt 600, das heißt er hat 3000. 3000 hat er? Nee, 500, 2,4, Entschuldigung, ja doch, 3000. Doch, 3000 hat er, ja. Ist nicht so einfach, ne? Ist echt nicht so einfach. Dann. Das ist echt eine schwierige Wahl. Ich greife deinen Barbaros an. Will ich das? Das ist eine gute Frage. Der Angriff ist okay. Im Damage Step. Spielerprio. Du bezahlst erstmal 2000. Ja. Dann bist du auf 4,2. Und ist okay. Okay, ich habe 7,1, die 3,4, ne?
Das sind dann 1,5 Schaden, 1,5, 600. Es war gerade gefühlt, die evenly matched, so einfach noch face sagen, aber dann nichts machen. Ja, du bist. Okay, dann zieh ich. Kannst ja auch mit eigenen Karten spielen, nur so als Frage. Ist ja unglaublich mit dir hier. Infektionsfee Lilly ist echt ein Problem, ey. Aber du kannst es nicht so oft machen. Nicht so oft. Deswegen machen wir jetzt Tor! Battleface, Attack of Cyberdrache. Das Problem. Ich glaube, der 3000 sind 900 Schaden für dich. 900, 703. 3? Ja. Angriff! Perfekt! Oh, okay, kein Problem, jetzt war 1-3. Ja, ich bin bei 5-6 und das sind dann für mich 700, 400. 1-1 Schaden. Dann bin ich bei 4-6. 4-6 zu 1-3, mein Lieber. Dann bist du. Zieh deine letzte jämmerliche Karte. Ich ziehe. Nein! Standby. Ja, ja. Aktiviere ich den Effekt vom Baum. Ja, ja. Wir beide. Ja. Oh nein, was ist das für ein dickes Ding, Auno? Ja? Da greife ich mit meinem Superleiter Tyranno deinen Schieferkrieger an. Der hat ja nur noch 2,7 jetzt. 2,7, ja. Ja, dann ist das okay. Dann sind das nämlich 300, 600 Schaden für mich. Bin ich bei genau 4000. Und ich. Jo. Dann noch so. Ich hab gehofft, dass du keine Karte verdeckst. Das ist jetzt schwieriger, als ich dachte. Ich habe zwei Wege, das Ding zu outen. Zwei. Ich weiß nicht, welchen ich nehmen will. Ich aktiviere meine Schwerter! Oh, dann wird er gebuckt. Gebuckt. Ja. Set du. Okay. Standby. Mhm. Hol ich ein gewisses Fröschchen zurück. Naja, die nervt schon anders. Set und du bist dran. Oh, erstmal ein bisschen Karten ziehen. Natürlich! Elegante Wohltäterin. Dann werfen wir den weg. Ich krieg den aber nicht raus. Ihr könnt tributen, aber der ist ja stärker. Erste Karte. Jetzt so einen Baumfrosch abwerfen. Oh. Schleim. Normal Summon. Ja. Fact. Muss ich normal? Nee, Spell Card einfach. Na ja, gut. Battleface Attack. Ja. Direkt mit 2-4. Das war's dann! Ah! Nein! Ich hab das auf die noch wissen! Na ja, gut, aber. Dann hätte ich andersrum angegriffen. Das wäre ja auch Game gewesen. Stimmt, ja. Und? Ich meine. Ja, das waren ja zwei fixe Spiele. Die Frage ist natürlich, wer wird das Match gewinnen? Um das zu erfahren, müsst ihr bei CK Phoenix rübergehen. Dort wird dann das dritte Spiel ausgespielt. Ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Yes, hat eine Menge Spaß gemacht. Und ich wünsche euch natürlich noch wie immer einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei Duellieren.